Es geht wieder raus ins Revier für die Bejagung des Schwarzwildes. Ich bin der Einladung von Frank gefolgt und begleitete ihn auf einem seiner nächtlichen Pirschgänge auf Schwarzwild mit der Kamera. Frank ist 41 Jahre alt und bejagt ein ca. 700 Hektar großes Revier. Die Schwarzwildbestände sind überdurchschnittlich hoch und dementsprechend haben sie auch mit großen Wildschäden zu kämpfen. Auch Frank setzt zum Aufspüren der Sauen auf Wärmebildtechnik, was die Jagd wesentlich effizienter gestaltet. Wir begaben uns also ins Revier und schon nach kürzester Zeit konnten wir die erste Rotte Sauen ausfindig machen, welche jedoch unruhig in das nächstgelegene Waldstück absprang. Diese Begegnung machte uns jedoch Hoffnung, an diesem Abend mit Beute nach Hause zu kehren. Unsere erste Strategie war es, einen Sitz in der Nähe zu beziehen. Wir hofften darauf, dass die Sauen unseren Weg kreuzen würden. Über zu wenig Anblick konnten wir uns an diesem Abend wirklich nicht beschweren. Circa 100 Meter vor uns ästen ganz vertraut zwei Stücke Rehwild. Kurz darauf kreuzte der erste Fuchs unseren Weg, welchen wir aber ziehen ließen, da dieser Ansitz dem Schwarzwild gelten sollte. Auch zwei Dachse zogen zu Ende des Ansitzes an uns vorüber. Wir entschlossen uns dazu, den Sitz zu verlassen und das Schwarzwild anhand der Wärmebildkamera aufzuspüren und gegebenenfalls anzupirschen. Wir bewegten uns in Richtung der Wiese, auf der wir das Schwarzwild zu Anfang gesehen hatten, und hofften auf Anblick. Wir hatten Glück und konnten die Rotte in einem Waldstück auf ca. 200 Meter ausfindig machen. Wir entschlossen uns dazu, die Sauen weiträumig zu umgehen, um somit näher an die Stücke heranzukommen. Zu unserem Glück trat die Rotte auf die angrenzende Wiese auf eine Entfernung von ca. 100 Meter. Frank zögerte nicht lange und machte sich bereit, um einem Stück die Kugel anzutragen. Er wartete ab, bis das linke Stück breit stand. Die 6,5 Creedmoor traf genau auf dem Blatt und ließ das Stück im Feuer liegen. Auch der einsetzende Schneeregen konnte unsere Freude über die Erlegung des 32 Kilogramm schweren Überläuferkeilers nicht trüben. An dieser Stelle dir, lieber Frank, nochmal ein kräftiges Weidmannsheil und vielen Dank für die Einladung. Frank konnte beim Zerwirken des Stückes das Geschoss ausfindig machen. Es durchschlug das rechte Blatt, durchquerte den Wildkörper und steckte im Schultergelenk der linken Seite. Es handelte sich dabei um das Hornady ELDX, welches wie zu sehen großzügig aufpilzte. Das Restgewicht betrug 6,61 von ehemals 9,2 Gramm. Ich verbleibe mit einem kräftigen Weidmannsheil, euer Markus von Living Active.